Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Road to Emerald Projekt. Wir sind heute als Support unterwegs und spielen nochmal den guten Xerath. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das Gegnerteam sieht ein bisschen scary aus. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber je nachdem, wie gut ich meine Ult auch treffen kann, könnte das vielleicht entscheidend sein. Aber wir schauen einfach mal. Es wird schon. Das Gute ist, wir müssen nicht leashen, weil das ein Ivan ist, Space Butterfly. Sollte das schon mal recht entspannt sein. Jetzt gucken wir hier einmal, dass hier keiner am Invaden ist. Und wir auch hier in den Busch gehen, da covern, in der Hoffnung, dass hier noch keine Zyra ist. Sehr schön. Wait, die wollen invaden. Das hätte man unter Umständen kommunizieren können. Hat er geflasht? Zyra? Okay, cool. Ja, doch, das ist okay. So, wir wissen schon mal, dass der Uri hier unten anfängt. Ey, schon krasse Battles, Level 1, ey. Wir haben Level 2 zuerst erreicht. Kaiser ist ein bisschen sehr stark beim Pushen mit ihrer Q. Mann, bin ich schlecht. Aber sie hat genauso ein Tor geschossen. Jetzt wieder ein bisschen chillen, weil die Level 3 haben. Aber unter Umständen haben wir jetzt eine gute CC-Chain. Flash ja auch mal raus. Ups. Sicher ist sicher. Das gibt ein Okay. Was ist hier denn unten los? Ey, holy shit, ey. Wir haben jetzt leider unseren Base ein bisschen verpasst. Mal schauen, ob wir dürfen. An deren Stelle würde ich uns auf jeden Fall recallen lassen einmal. Ah, das war sehr big, dass der Udyr da nochmal reingerannt ist. Ich wollte einmal bei seinem ersten Mal hin und her laufen, wollte ich einmal kurz gucken, wie sein Movement ist, dass sie beim zweiten Mal, wenn er 1-1 das gleiche macht, dass wir ihn da direkt für punishen können. Und es hat geklappt. Es war genügend Damage. Er hat leider seinen Flash dafür benutzt, aber war ein Kill. Udyr nochmal ein bisschen behind gesetzt. Ist die gute Zyra hin. Achso, beim Drake. Jetzt mal hier ein Ward rein, dass wir... Holy shit, ey. Das ist unlucky. Mach doch hier nicht und so Quatsch. Ja, wir sollten mal ein bisschen sparsamer hier sein. Okay, wir haben unser Level 6. Wir sollten warten, bis der Gute auch sein Level 6 hat. Dann können wir vielleicht so eine Wombo-Kombo machen. Udi ist gerade oben. Der macht die. Der will wahrscheinlich die Void Grubs machen. Ist auf jeden Fall Level 6. Mann! Okay, langsam geht die mir halt echt hart auf die Nerven, ey. Sehr schön, sehr, sehr schön. Big, 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 big. Will er nicht noch die nächste rauspushen? Scheinbar nicht, aber ist auch fein, ne? So, die haben die Void Grubs bekommen, ist fein. Sagt zumindest der Ivan. Wir schauen einfach mal. Warte noch auf ein Item. Ah, okay. 33 Gold, oh, der steht halt schon echt lange, ne? Aber kann ich verstehen. Ah, das ist halt bitter, dass er da unten ist. Weil, guess, ich muss das flashen, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht gesehen, dass die Ult von ihm geflogen kam. Ich wollte gerade sagen, okay, Fizz ist hier, ich muss die Ult flashen, sonst bin ich tot. Aber ich kam gar nicht dazu. Ich habe nicht gesehen, dass da die Ult kam. Jetzt hätte ich die geflasht. Alles nicht so einfach hier. Wir werden gerade beim Drake bei sein. Es ist halt sehr, sehr bitter. Zweiter Drake, den wir abgeben, vor allem mit Resistenzen hier. Nee. Das ist hier alles noch nicht ganz so knorke. Ach man. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war big. Big, 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 big. Nehmen wir ihm einmal. Jetzt macht der Support nichts mehr aus, welchen Minion man shared. Die geben alle gleich viel Gold. Nehmen wir ihm noch einmal ganz kurz beim Pushen hier. Versuchen wir mal Richtung Mitte zu laufen. Wir das halbwegs deffen können. Ich versuche mal. Der Udi hat getrollt. In den nächsten Turm. Die Kaiser wird sehr, sehr stark. Also der Jhin hat zwar 2 Kills mehr, aber die Kaiser hat schon 2 Türme eingerissen und hat auch so viel Farm mehr. Holy shit.
Okay, big. Ich hab kurz überlegt zu ulten, aber ich wollte da keinen Kill irgendwie klauen. Ey, geh mir doch nicht auf die Nerven hier. Sehr schön, Team. Gehen wir als nächstes auch auf Storm Search. Wir wollen nämlich auch Sachen machen wie der Fizz. Und einfach Leute one-shotten. Kommen wir noch rechtzeitig an, um den Turm zu deffen? Ja, auf jeden Fall. 1, 2, 3. Arschloch. Danke. Oh Mann, ey. So, Zyra war hier noch irgendwo unterwegs. Müssen wir vielleicht einmal kurz respektieren. Können wir mal in die Mitte noch mitgehen? Okay, sehr schön. Ehrlicherweise möchte ich hier Gold vom Midturm haben. Können uns aber nochmal kurz einen Amplifying-Turm kaufen. Mehr gerade eher auch noch cool, dann auf der Ult. Haben wir hier ganz entspannt in Richtung Mitte habern, weil da der Wladimir alleine ist. Vielleicht sollten wir Botlane gucken, dass wir da helfen können. Ich möchte hier eigentlich gerne helfen, aber wenn der gute Fizzy hier die Wave durchbekommt, wäre das auch ein bisschen uncool. Außerdem von hier bin ich... Ja, ich bin sogar in Ult-Reichweite. Das wäre auch ein bisschen lächerlich, wenn mich das jetzt gehittet hätte. Wenn wir ihn tatsächlich so ein bisschen abhalten können, dass der Base gehen kann, können die da gut durchchasen. Und ihn sogar fast töten, aber wir dürfen nicht übermütig werden. So doof das klingt, wir sind immer noch ein Support, ne? Wir haben zwar eine Menge Damage, aber wenn er seine E macht, seine Ult, dann sind wir ganz schnell tot wegen Storm Surge auch noch. Darum lieber einmal ganz kurz Base gehen. Wir holen nämlich noch einmal unsere Wards auf, können auch mal ein bisschen Gold ausgeben. Wir haben zwar jetzt noch 600, aber können wir leider kein Storm Surge kaufen. Wären wir natürlich auf den Kill gegen den Fizz gegangen, hätten wir das Gold. Oh Mann, ey. Da ist keine Vision drin. Das war Gott. Imagine, ich hätte Storm Surge. Wir können natürlich auch sehr gut den Drake machen. Wir könnten theoretisch auch beides machen. So, ich muss tatsächlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Damage hier nehme. Ich mag hier kurz die Plant nehmen. So, und wir gehen natürlich Shadow Flame einmal. Also wie gesagt, die werden zu 100% jetzt gerade am Drake sein. Yone war in der Mitte, wir haben Udyr unten gesehen. Wir hätten eigentlich vom Nash runtermoven sollen, aber wir hatten auch nicht mehr so viel Leben. Ja, besser. Das ist nämlich deren dritter Drake. Das ist ein bisschen bad für uns. Aber it is what it is. Es ist oben. Da mache ich mir nicht allzu viele Gedanken hier über mein Positioning. Aber trotzdem sollten wir es ein bisschen respektieren. Ich sag mal, wenn uns die Zyra hittet, sind wir halt auch recht schnell tot. Und wir wollen ja nicht unnötig unser Nash abgeben, ne? Ich glaube, der Wladimir kann das dann matchen. Holy shit, habe ich da gerade wieder bad gehittet. Stirbt sie? Ja, sehr schön. At least, bisschen was. Gelebt. Yone, Udyr, Zyra. Das war dumm. Warum gehe ich da vorne hin? Warum versuche ich ihn zu trappen? Warum hat meine E nicht auf ihn gehittet? Viele, warum, wieso, weshalb, warum? Die Banane krumm. Wieder so ein unnötiger Tod. Also ich möchte eigentlich wieder so ein bisschen, dass mein Xerath wirklich eine gute KDA hat. Wie ist es auch so schön, so ein scheiß KDA-Player. Aber, weiß ich nicht. Wenn ich dann so greedy bin, also ich hatte einen Shutdown und wenn Yone das bekommt, ist das immer sehr, sehr bitter. Er hätte quasi 2 Kills gerade für mich bekommen. Er hatte einen 300er Shutdown, dann die 300 Gold, die sowieso auf mir drauf sind, 600 Gold, Mathe-Mann und so. Kann ich Mitte noch irgendwen anschießen? At least habe ich der noch mal einen Hit mitgegeben. Ist ein bisschen ärgerlich. Okay. Nehme ich die Wave hier selber. Wir müssen auf jeden Fall den Drake fighten. Noch mal einen Red Buff hier bekommen. Mal halt keine Vision hier gerade. Sollten hier mal drum rumgehen. Das ist ja so bitter. Oh, gute Flat ist ein bisschen in Danger. Das Gute ist, es ist noch kein Drake da. Einmal gar kein Damage, ne? Ich habe keinen Magic Pen. Ich werde jetzt noch einmal ganz schnell recoilen.
Eine halbe Minute ist immer so das letzte Timing, was ihr noch großartig machen könnt. Kein Platz für ein Kontrollwort, ich trolle. Aber die 70 AP möchte ich mir ehrlicherweise auch nicht ganz nehmen. Hey, Vladimir hat alles ab. Sehr schön. Hat auch sogar gleich Flash ab. Wird sterben, oder? Warum ist sie nicht gestorben? Storm Surge ist on cooldown. Oh, das ist ja so ärgerlich, dass Storm Surge da on cooldown war. Oh Mann, ey. Ich meine, es ist immer noch sehr gut, dass wir das hier alles bekommen haben, ne? Der Nash ist wieder ab. Let's go. Vielleicht Vision aufbauen sollen. Jetzt allerhöchste Eisenbahn hier raus. Jetzt haben wir Shadow Flame. Jetzt sollte das alles ordentlich reinscheppern. So, zwei Level, dann haben wir auch die maximalen Schüsse von der Ult. War 6 Schüsse. War ja damals 5. Dann wurde es gereworked, sage ich mal, auf 7. Aber weil das zu stark war, ist es dann auf 6 runtergegangen. Jetzt haben wir auch alle einen Blue Buff. Müssen wir aufpassen, er kann über 10 Kilometer dashen. Ich habe mir ehrlicherweise schon so ein bisschen was gedacht, dass er das probieren wird. Bin ich mit einem Auge auch immer da Richtung dem Busch geblieben. Oh, Fizzy kommt jetzt auch. Bam! Storm Surge hätte auch mal triggern können. Ich wette, ich habe mehr als 35% Damage gemacht. Ah, Mist. Vielleicht meine W-Feuer casten. Okay, Triple Kill für den Jhin. Quadra Kill. Es ist das Beste, was ein Jhin haben kann. Sehr schön. Man sollte das unter Umständen eigentlich Game sein. Ich weiß nicht, wie Zyra das aufhalten soll. Vergessen. GG well played. Aber was für Trolle, ey. Also als Jhin Ace einen Penta zu kriegen, ist eigentlich schlecht. Ne? Weil Jhin ist ja bekannt für seine 4. Da ist ein Quadra-Kill ja wohl viel nicer, dicerer und so. Ja, sehr schön. Jhin kriegt auch meinen Honor, obwohl die alle sehr gut einen aufgespielt haben hier und mich hier durchgecarried haben. Sehr schön. Zweitmeisten Damage gemacht, aber ist auch ehrlicherweise ein paar Items mit Xerath gar nicht mehr so schwierig. Ich finde es immer noch lächerlich, dass die Zyra da gerade eben überleben konnte, weil ich bin mir zu 100% sicher, dass ich mehr als 35% des gegnerischen Lebens weggemacht habe. Aber egal, scheinbar habe ich mich geirrt. Riot wird mich ja nicht anflunkern hier. Ja, 600 Gold nochmal gemacht durch First Strike. Sehr schön. Damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.